schön mit mir selbst Handel betreiben. Unbedingt ein Handelszentrum. Quecksilber. Nice, erstmal aufschlabbern, das gute Zeug. Von die Quecksilber, die so schön gebrickelt hat in meine Macken. Die Leute hier im Innenhof sind so laut, ich bin kurz davor, mir ein Luftgewehr zu kaufen, ey. Irgendwann werde ich mich da hinstellen und allen Leuten mal richtig schön in den Kopf schießen. Mit Luftgewehr. Ja. Überspannte Feder, Alter. Das zeckt ohne Ende. Wer ist denn mad auf mich? Ich. Der Mad Damon. Norwegen. Was will denn Norwegen jetzt von mir? Norwegen, Alter. Die fucking friedlichste Nation der Welt, ey. Überraschungskrieg erklären, ne? Abkommen Ausland in Forderung stellen. Überraschungskrieg. Nicht jeder Krieg überraschen. Schön zur Überraschung. Schwanz in den Arsch stecken, Alter. Überraschung, Krieg. Was? Ich wollte den 2 Gold pro Runde schicken, schenken. Hat er gesagt, diese Vereinbarung kann ich nicht annehmen. Okay. Ja, das ist halt total seltsam, ey. Wenn du dir irgendwelche Geschenke machst, selbst wenn du dir was schenken willst, dass sie das ablehnen. Oh ja, die sind halt so edel, die denken sich, nee, Alter. Unter seiner Würde. Von dir Schmutz nehme ich nichts an. Das ist alles Halal, was du mir gibst. Nee, Haram. Ja, fick ich ihn halt weg. Das ist Norwegen, warum? Fick ich ihn alle. Jan seine Kriegserklärung gemacht, dann fick ich dich weg. Was? Du willst mir 2 Gold nicht geschenkt haben? Gut, fick ich dich weg. Okay, jetzt ist Griechenland auch mad mit mir. Denunziere mich gleich mal. Die haben schon wieder Schiss, weil ich die Pyramiden von GC gebaut habe. Die wollte ich vorhin bauen, aber ich hatte zu nett. Ich bin nicht mehr in Führung. Hm. Keine Ahnung, was die haben. Das Judentum und ich, ja, Juden, da können wir mal schleichen. Das wäre so eine Religion, die ich niemals verbreiten würde, Alter. Prinzip nicht, oder was? Prinzip nicht, ne? Wenn dann alle meine Anhänger irgendwelche Degenerierten werden, ey. Mit so fetten Zinken, ne? Ja, irgendwelchen Locken. Kein Sport können und nischt. Ja, aber dafür halt gut mit deinem Sparkonto, ne? Ja, mir das wegnehmen und denen zufügen, Alter. Ja, wenn es dein Kind ist nicht, dann... Ja, selbst dann bist du, kannst du nie sicher sein. Oh, Papa, das ist mein Taschengeld, Alter. Fick dich, gib mir dein Taschengeld. Fick dich, du Schlomo. Kannst nicht mal sicher sein, dass dein Kind ist. Ja, den Zinken, den kannst du bloß von Mama haben. Ja, wenn alle Juden denselben Zinken haben, Alter. Wenn der Hose auch so krumm ist. Ich kann nur eine Einheit steuern und dann die Runde beenden, oder was? Was ist denn da los? Los! Komm schon, die Stotter.
kriege ich denn mehr Wohnraum außer durch die Bauernhäuser, ne? Du kriegst mal mehr Wohnraum, wenn man die Luft rauslässt, ist richtig. Dieser scheiß Speer von mir fahrt auf meine Insel, rennt im Kreis, ich renne hinterher mit die Bogenschützen. Das ist eigentlich ein Legit, wenn ich ein YouTube-Let's Play hochlade und im Intro den Link von dem YouTube-Channel reinschreibe. Ja. Ist das ein Netflix? Nee, was ist das denn machen? Nein, dann plus Aspen. Wegen irreführender Werbung. Das ist ja zum Beispiel auch so hier, ich guck ja gerne mal so einen YouTube-Channel von einem Typen, der irgendwelche Pop-Songs auf Metal nach selber nachspielt. Also der macht die ganzen Texte natürlich dieselbe und die Melodie, aber der schreibt die halt komplett auf Metal um, spielt das alles ein, macht die ganzen Instrumente selber und den ganzen Scheiß, ne? Und hat ja auch Millionen Views pro Video, aber dafür keiner kriegt von den Videos nichts ab, weil die ganzen Musikfirmen geistiges Eigentum auf die Videos claimen und dann sozusagen die Kohle für das Video kriegen. Da kann ich auch ein Beispiel schicken, von was ich damals gemacht habe mit dem Chris und Hagen. Geh nach Luxemburg oder nach Belgien, habe ich meine Ruhe. Wieso, was war denn mit dem Chris und Hagen? Nee, da habe ich doch damals so Video zusammen geschnibbelt und. Ach, haben das auch gesperrt? Nee, das hatte ich ja von vornherein schon privat. Aber selbst da haben sie es dann für sich monetized. Wo ist das denn, Video, meinst du? Was war denn drin? Na halt, Mocke. Ein Websong oder so. Hier nicht mal das Video. Soll ich GEMA freie Musik nehmen? Aber bestimmt der Hagen ist gemonetized. Nee, Dingens, das steht da gar nicht dort. Muss mal die E-Mail nochmal raussuchen, halt, UMG war das, oder Universum. Aber weißt du, so lag Bräu, ne? Da haben sie es nicht gesperrt. Doch, beim Zweier, weil da hatte ich von den Fantastischen Vier Troy drinne am Schluss. Aber beim Einser habt ihr doch auch dieses, Oder ne, beim 1er war Troy am Schluss. Beim 1er habt ihr doch. Ja, auch, die Mucke, wegen der Mucke. Eine Musik. Achso, ich war da. Wohnraum. Ach, da kann ich eine Stimme, oder? Kann ich. Der Schall. Das war halt schon hart, wenn die selbst private Videos am Bumsen sind, ne? Tja. Na gut, weißt du halt, dass sie die auch angucken, ne? Aber wie gesagt, Solarboy ist halt immer noch frei. Sag ja meiner Favoritenliste irgendwo ganz unten da liegt am Mittel rum. Ja, weil es schon so alt ist. Ja, das haben wir letztes Mal im Kacken angeguckt. Ja, ist kein besseren Zeitpunkt, wo man sich's angucken kann, als beim Kacken. Das stimmt. Was du durch das Kichern ab und zu da plumpst immer schneller wurscht aus. Unterhaltungskomplex brauche ich das. Dann sind sie wieder mit den Annehmlichkeiten nicht zufrieden, die Fotzen. Ich weiß, so meckern die das niedere Volk. Wie weit kann man denn expandieren von den Plätzen her? Gibt es eine maximale Anzahl von den Hexagons, wo man expandieren kann? Von der Stadt aus? Nein. Ja. Gibt's. Kannst du eine maximale Anzahl besiedeln? Das ist im Endeffekt immer irgendwie genauer Kreis drumherum. Du musst mal gucken. Wenn du irgendwann nicht mehr kaufen kannst, dann weißt du, das ist ungefähr so der große Grund, den du besiedeln kannst. Ja, aber ich hätte es gern vorher gewusst, weil ich habe jetzt hier in die eine Richtung 3 Karren. Ich möchte da wissen, wie weit es noch geht. Oder ich könnte die höchstens da kaufen und legen. Du musst einen Kreis drum legen. Es ist auf jeden Fall.
20 oder 25, 1 in der Hexagon, das kannst du aber auf jeden Fall weit weg deine Stadt bauen. Habe ich nämlich in der letzten Runde auch einer ganz weit weggebaut. Dauert halt ewig, bis die Siedlung da, Siedler da sind. Die laufen ja auf nicht gekauftem Boden nur ein Feld pro Runde. Versuch mal klug. Oder vielleicht muss. War auch auf dem gleichen Kontinent. Vielleicht ist das, wenn du auf einen anderen Kontinent gehst, vielleicht musst du da direkt erst einen am Wasser bauen. Keine Ahnung. Ich baue jetzt da ein Insekt, das passt dann schon. Ja, kannst du dann noch eine zweite hinklatschen? Ja, ich würde den sinnvoll nutzen, so, aber das ist halt irgendwie Käse, wenn ich so nach drei Feldern gleich die nächste Stadt hinbaue. Ey, du kriegst ja sogar eine Warnung von Google, dass das Video nicht gelistet ist und dass ich mir das genau überlegen soll, ob ich dieses Hurensohn-Video teilen will. Echt? Ja. Direkt da, dieses Video ist nicht gelistet, daher solltest du dir echt überlegen, ob du dieses Hurensohn-Video teilen möchtest. Irgendwas passt denn jetzt, seit wann sind denn die so frech bei YouTube? Gleich musst du mal anfragen. Sagt der Herr Karre, der hat da gesagt. Hat er gesagt, hat er da, dass das dort steht, dass man das Hurensohn-Video nicht hochgucken soll. Warum seid ihr jetzt so? Warum seid denn jetzt so? Großer Wissenschaftler, lösten Heurogomen, verzweifelt mit dem Heureka auch hinten. Alter, wie man sofort anhand der Straße und des Fußweges erkennt, dass das Bayern ist, ey. Das ist so heftig, Mann. Ich finde, weil es so ungepflegt und hässlich ist. Meme in Luxemburg wohnen. Ja, Meme in Luxemburg wohnen. Ja, wir haben vernünftige Straßen. Ja, aber andere. Und sogar Laternen an der Autobahn. Bei den Kann brauchst du auch Laternen an der Autobahn. Mal schön rein ins Brötchen beißen, ne? Einen dicken Strom leisten. Ja, aber das Video ist echt nice. Der Hagen, ey. Ja, da hat er noch seine Dreads gehabt. Er hatte seine Dreads und schon seine Halbglatze. Der andere ist der Chris? Nee. Okay. Alter, ich muss jetzt dieses Jahr unbedingt mal runterkommen und euch mal angucken. Ankoten, ja auch. Ja, wo wohnst du denn? Wo wohne ich denn? Wohnst du auch in Bayern? Da der Brücke, Alter. Ja, so hört er sich auch an. Ja, ich finde alle so eine komische Sprache. Boah. Auch im Volksmund Deutsch genannt. Ich bin Spätaussiedler, der zurückgezogen ist. Ich wohne in Tetschen, in der Tschechei. ihr lacht, Alter, auf der Straße, ist wirklich so. In die Belegen, in drei Länderecke bist du eingezogen, auf der Parkbank oder wie? Ha, hab ich eine Plane drüber gespannt, Computer drüber gestellt, reicht. Da alles auch zufrieden. Westweg Griechenland von mir, Alter, wenn ihr euch dann noch weiter auf meiner Grenze da auf. Uso. Bums ich euch in den Arsch. Wieso hab ich denn da oben bitte Handwerker?